Da ist noch eine Viper. Wir sollten so eigentlich um den großen, bösen Berserker da hinten kümmern. Flammen könnten bei dem helfen. On your order. Siehst du ihn? Ja, mit... Oh. Siehst jemand anderen? Hilfsprotokoll bringt gerade nichts. Nee, das heißt, du schießt erst, wenn die näher rangeholt haben. Oh, Pene sollte eigentlich stehen bleiben und zweimal schießen. Du. Siehst ihn von da aus nicht. Warum nicht? Von da aus siehst du ihn. Das ist kurios. What's over there? Prozent. Schau rein. Gut. Komm. Enrage. Und der kommt gar nicht zu uns hingelaufen. Momentchen mal. So war das nicht geplant. So funktioniert das nicht. Das funktioniert ganz anders. Aber na gut. Dann, wenn du der Meinung bist, dass das so nicht läuft. Mit dem Hingehen zu uns, wenn wir dich treffen. Dann machen wir das halt anders. Dann schießen wir halt 2,48 Feldern ein. Dann schießen wir halt so auf dich. Gar kein Problem. Das sollte da weg. Ich habe echt ungutes Gefühl, was ihn angeht. Gerade, weil das ist ja doch... Wobei, das schafft er nicht in einem Zug. Nee, du wirst eher den da zermatschen. Was ebenfalls nicht sonderlich gut ist. Okay, Opine bleibt doch nicht stehen, weil er kommt jetzt ja wohl nicht näher ran. Kannst du von hier aus ihn sehen? Ja. Let's do this. 90%. Oh ja. Puff da. Reisegewehr ist echt super. Brauche ich unbedingt mehr von. 4 HP fehlen nur noch. Sniper. Ja, dann mach den mal weg. Berserker ist down. Schon mal weniger Sorgen. Praktisch. Rest. Könntest bis dahin run und gun, aber dann ist deine Trefferchance nicht besonders hoch. Geh lieber dahin, hast du volle Deckung. Und nächste Runde kannst du auch nicht was machen. Du bist hier in voller Deckung. Kannst du die blenden? Ganz knapp nicht. Oh, das ist schade. Kannst du selber ein Hilfsprotokoll geben? Ja, ne? Das sollte passen. Aspettare. 21. Du wirst eh nicht schlechte Chance haben. Ja, 3,52 Felder. Das wird jetzt total daneben gehen. Aber eventuell explodiert der Wagen oder wir treffen wenigstens einen. Das ist es mir wert, ehrlich gesagt. Und Zivilisten scheinen ja keiner Nähe zu sein. Bersaglio acquisito. Ja, hat den einen erwischt. Nicht ganz, aber gut genug. Es springt immer wieder zu dir. Das will ich gar nicht. Oh, die Granate sollte jetzt den letzten Rest geben. Ja, nee. Granate. Oh. Haut nicht hin. Wir könnten aber einen Befehl vergeben. An wen? Kann er mal was machen. Doch praktisch könnte... Deine Deckung ist gar nicht weg. Oh, eine Rakete, die keine Sandsäcke wegpustet.
Ja gut, dann trotzdem praktisch. Vor. Heading out. In halbe Deckung, ja, ich weiß. Aber. Befehl auf praktisch. Du darfst jetzt wieder was machen, richtig? Ja. Dann wirst du jetzt in Bengard und zwar so, dass beide gewinnen werden. Damit sollte diese Runde für uns auch wieder sicher sein. Ein Na-Ja? Was ist denn ein Na-Ja? Und nein, ich will nicht mit dir abhauen. Bitte zu beenden. Hallo, Na-Ja. Du bist komisch. Nicht töten. Okay. Da muss ich jetzt relativ schnell hin. Oder zumindest eine Rakete hinschicken. So das. Ah, er ist, glaube ich, abgehauen durch die Tür da. Oh. Hinten schreit jemand. Nein. Ah. Jing Fong wurde ausgeschaltet. Was? Achso. Du warst doch desorientiert. Was machst du da? Das da, nee, das kann nicht sein. Also entweder sind die Na-Ja super Na-Gas. Wir verzeichnen schwere Verluste unter den Zivilisten, Commander. Wir müssen das beenden. Ja, wie, wenn die mit 100% treffen können, obwohl sie desorientiert sind? Das ist ein wenig schwierig, Central. Oder Zicke. So, okay. Darüber. Okay, flankier. Den. Gut, und die anderen müssten bekommen durch unseren Assault. Na, probier erstmal hier, wenn das nicht klappt, dann run and gun. Bis bei 51%, das ist zu wenig. Stummer Schuss. Zwei Schritte weiter und schon unsere Trefferchance. 100%. Much. How many is that now? This looks interesting. Stecher. I've got the loot. So, jetzt müssten wir den nächsten Trupp aufdecken. Der ja eigentlich von hier aus stamm, zu sehen sein müsste. Stamm. Soll ich etwa nur irgendwelche yep. Ziele identifizieren? Sind nur drei. Mit echt grottigen Trefferchancen. Ja, mach den kleinen weg. Nicht mal das. Höchstens verwundet. Ja, Steilschuss. Salty, du hast deine Rakete, ne? Dann geht es noch dahin und nächste Runde kannst du schießen. Oh. Bene wartet kurz. 65% auf den oder Sprengschuss von hier auf den Offizier. Das klingt besser. Du siehst den Offizier nicht. Warum auch immer. Irgendwie ein paar Reifen? Vielleicht. Na gut, dann halt dich weg. Dann machst du wenigstens keine Unfug nächste Runde mit Tag oder irgendwie. Ihn so in die Kamera, dass ich sehen kann, ob ich ihn sehen kann. Ja, von da aus sieht sie ihn nicht. Und da aus auch nicht. Nö, dann muss sie aggressiver vorrücken. Dahin. Du siehst was. Zwar nur 42%, aber hey, das nehme ich mit. Schick. Hat es gereicht? Ich habe keinen Irks gehört. Ja.
Das waren Irks. Okay. Also Drohne weg, Offizier weg, bleibt noch die reguläre Einheit. Das waren jetzt alle. Der Widerstand konnte im Laufe der Jahre einige dieser mobilen Kommunikationsstörer auftreiben. Sie wurden provisorisch repariert und sind seitdem unschätzbar wertvoll für die Aktion des Widerstands. Kann ich mir vorstellen. Bewegung, Bewegung! So, jetzt haben wir noch Sniper und Runde beendet. Einen weiteren quasi Zivilisten töten, bitte. Keine Schreie. Ja, die drei Kills hätten auch nicht sein müssen. Okay, den einen kann ich nachvollziehen. Der da hinten. Aber die zwei von den Najas, das war albern. Du bist auch ein Offizier? Hm. Geh mal. Ist da Deckung? Nein. Da ist Deckung. Jetzt komme ich. Ist jetzt nicht so wirklich viel näher dran. Aber vielleicht. Nein. Kommst du bis da hinten hin? Ja, kommst du. Dann mach mal seine Deckung weg. Launching! Ich habe noch irgendwas getroffen. War das einer von uns? Nein. Gut. Sind es jetzt eigentlich 1:1 unsere Widerstandskämpfer, die wir in der Region hatten? Weil das wird ja noch richtig übel, wenn man irgendwann so 20, 30 Widerstandskämpfer in der Region hat. Dann stehen die ja überall rum. Da können die Aliens frei alles wegballern, was sie möchten. Versuche ich ein Auge drauf zu behalten. Wir müssen jetzt nur noch an den rankommen. Julian? Ja, 7%. Nee, geh mal. Dahin, so dass er keine Deckung hat. Warum treffe ich die Nummer 7%, wenn er auf offener Plane dasteht? Kann mir das bitte jemand erklären? Du hast keine Deckung, auch wenn du so tust, als wenn du in der Deckung stehst. Du bist ein edler Cheater, bist du. Running. Lauf. On your order. Allesamt Cheater hier. Finally. Siehst nix. Dann sorg wenigstens dafür, dass er nichts trifft. Auch das funktioniert nicht. Let's move already. I hope it's worth it. Ha, okay. Mach jetzt einen Sprengschuss, um seine nicht vorhandene Deckung zu zerstören. Nicht vorhanden Deckung ist nicht mehr nicht vorhanden. I'm on it. Check. Ja, Julian, dann darfst du gleich einen 7% Schuss probieren. Mal 17% Schuss. Oh, warte. Du könntest. Wenn Flamme einfach nicht rankommen, nein. Aber. Oh! Du hast jetzt plötzlich keine Deckung. Hinterfrage ich nicht. Schießen. Okay. Vorbei. Ne volete ancora? Interessante. Vorbei? Nein. Oh, das ist doch ein Geschütz machen. Na los, zeigt euch! Schlaggeräusche. Endlich. Oh, da sehe ich was ganz, ganz Großes. Ist nur ein Mutter. Das sah irgendwie größer aus als gewöhnlich. Und zwei Sidewinder. Interessant. Dann mach doch mal von dem Mutter die Deckung weg. Warum habe ich eben gerade den Sidewinder mit drin gehabt? Ach, hier. Nee. Deckung. Deckung.
ist noch da, aber er ist geschreddert. Julian braucht keine Deckung. Körperliche Anstrengung, wie altmodisch. Flankier den Sidewinder. Das könnte doch passen. Au. So schwierig ist das doch gar nicht. Die Munition ist so gut wie leer. Ja, ja, schaffst du schon. Alles gut, Julian. On the move. Können wir denn noch irgendwas machen? 236%. Du hast leider keinen Sprengschuss mehr übrig. Wobei, wenn du jetzt nachlädst, kannst du da noch. Achso, ja, 4 Runden Cooldown. Oh yeah! Oh yeah! Running Gun geht gerade auch nicht. Du kannst in die unsichtbare Volldeckung laufen. Was ist jetzt denn davon? Die spawnen wenigstens der Loot nicht. Ich trau der Deckung nicht. Arrivo. Oh, das könnte in... Mist. Es könnte in Flamme für Reichweite sein, wollte ich sagen. Ist es aber nicht. Und das hier ist eh zu verlockend. Ah, leider nehmen. 65%. Ja, kann passieren. Das ist okay. Munition in esaurimento. Wen haben wir noch? OP. 2x35%. It's still moving. Oder Suppression. Das ist die zweite Möglichkeit. Suppression könntest du aber auch. Und du hast nur 20% Chance. Ja, dann suppress du, wenn sie nicht trifft. Und du musst gucken. Und du läufst weg. Es ist komisch, dass sie plötzlich alle keine Waffen haben. Weil wenn wir unsere Widerstandskämpfer mal nutzen, wenn ein Spion da ist oder ähnliches, dann haben die plötzlich alle Waffen und auch so ein ganz fisselbisschen Ausrüstung. Jetzt laufen sie ja in T-Shirts rum, das ist ein bisschen albern. Praktisch. Komm. Naja, okay, 18% oder was das waren, ist auch. Doch recht wenig. Hier, OP, 35%. Komm, 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 komm. Yo! Sehr gut. Sniper. 37%. Auch. Oh. Zwei Maschendrahtzäune in den Baum und ein Laster durch. Kannst du den da hinten blenden? Nein. Dann geh bitte in Overwatch, falls er wegwinden will.